Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen zur heutigen Ausgabe des Forum Krebs bei Frauen, unserer Webinarserie. Heute haben wir wieder ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich darf Ihnen noch mal ganz kurz vorstellen. Ich führe Sie heute durch den Abend. Mein Name ist Matthias Beuser. Ich bin Leiter der klinischen Abteilung für Onkologie an AKH Wien mit Uni Wien und habe gemeinsam mit dem Professor Bartsch diese Webinarreihe vor einiger Zeit ins Leben gerufen. Und wir besprechen hier wesentliche Themen rund um das Thema Krebs bei Frauen. Unterstützt werden wir von Frau Dr. Raab und dem Bundeskanzleramt Sektion Frauen und bedanken uns hier sehr herzlich für diese Unterstützung, die eben dieses Programm ermöglicht. Heute haben wir ein sehr, sehr wichtiges Thema, das uns auch im täglichen Leben sehr beschäftigt. Und wir sind hier sehr, sehr froh, dass wir in Wien und Österreich eine sehr kompetente und hilfreiche Anlaufstelle haben, nämlich die Österreichische Krebshilfe. Und die wird heute vertreten durch die Frau Magister Isaac, eine klinische Psychologin, die langjährige Erfahrung hat in der Betreuung und Beratung von Krebspatienten und Patientinnen und Angehörigen und wird uns heute ein bisschen was erzählen, was so die Frequently Asked Questions, die üblichen Problematiken sind, die wir auch im Spitalsbereich, im ärztlichen medizinischen Bereich nicht gut bearbeiten und auffangen können. Und wo wir sehr, sehr dankbar sind für die sehr, sehr gute und langjährige Zusammenarbeit. Und damit darf ich das Wort schon wieder übergeben. Wir haben wie immer einen Vortragsteil und nachher auch die Gelegenheit, Fragen zu beantworten. Deswegen die Einladung, bitte im Chat Ihre Fragen schon während des Vortrags einfach aufzuschreiben. Und damit darf ich das Mikrofon übergeben. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Herzlichen Dank für die Einladung. Heuer auch wieder. Ich freue mich sehr, hier sein zu können und schätze die gute Zusammenarbeit zwischen eben Ihnen allen auf der Klinik und uns auch in der Krebshilfe sehr. Herzlichen Dank dafür. Ich möchte mich heute dem Thema annähern. Die Agenda lautet folgendermaßen: Diagnose, Behandlung und Nachsorge von Patientinnen, die ich jetzt in den Fokus stellen möchte. Dann möchte ich Ihnen sehr gerne die Beratungsangebote der Österreichischen Krebshilfe vorstellen. Hilfe unter einem Dach nennen wir das. Das heißt, wir haben eine ganz breite Palette von Angeboten, die Sie hier bei uns finden und die möchte ich ein bisschen vorstellen und näher darauf eingehen. Psychoonkologie ist ein ganz großes Thema. Ohne dem kommen wir heute nicht mehr aus. Ich möchte Ihnen da ein bisschen etwas erklären, was Psychoonkologinnen und Psychoonkologen tun, wie wir helfen, was wir genau tun und was denn das genau auch ist. Die Rolle der Angehörigen spielt natürlich bei jeder Krebserkrankung eine sehr große Rolle, denn ohne Angehörige geht's nicht. Die Angehörigen sind auch Betroffene, die Angehörige arbeiten intensiv mit unseren Betroffenen und es ist ein gemeinsames Zusammenspiel, das hier dann zu einem guten Ergebnis führt. Vielleicht mal ganz einleitend zu Beginn. Die Diagnose Krebs trifft Patientinnen und Patienten meist völlig unvorbereitet und völlig unerwartet mitten im Leben. Die Diagnose verändert von einer Minute auf die andere alles. Es ist gerade noch ein normaler Alltag, die Kinder in die Schule bringen, in den Beruf einsteigen und auf einmal kommt der Anruf, bitte kommen Sie noch einmal zurück oder die Mammographie oder eine sonstige Untersuchung hat sehr schlecht ausgesehen. Das heißt, es passiert von einer Minute auf die andere etwas, das das gesamte Leben der Betroffenen und deren Familien durcheinander wirft. Es ist immer Schock da, es ist immer existenzielle Angst da. Es gibt Studien darüber, dass in den ersten 14 Tagen nach der Diagnose die Angst so stark ist, dass meistens, egal wie die Prognose aussieht, auch wenn sie sehr gut ist, Todesgedanken da sind. Es wird oft schon gedanklich abgeschlossen in dieser ersten Zeit. Ich habe neulich eine Patientin am Telefon gehabt in einer Krisenintervention, die nach der Diagnose angefangen hat, ihre gesamte Wohnung umzustellen, gesagt hat, ich muss jetzt mein Leben aufs Minimum reduzieren, ich werde sterben an dieser Erkrankung. Es war in diesem Fall überhaupt keine Rede davon. Sie war voll der Panik, voll der Unsicherheit und wir konnten ihr in diesem Kriseninterventionsgespräch schon am Telefon diese große Angst nehmen, dass sie jetzt sofort mit ihrem Kind sprechen muss, dass sie sofort notariell sich aufstellen muss. Das war eine unglaubliche Panik, die hier stattgefunden hat. Und da ist es schon ganz wichtig, wenn man gleich auch mal
sich an eine Stelle wenden kann, wo man Hilfe bekommt. Wir dürfen eines nicht vergessen, dass es noch immer unglaublich viele Krebsmythen gibt. Ja, sehr oft hören wir von Patienten und Patientinnen, vor allem von den Älteren, man wäre schuld, der Partner wäre vielleicht schuld an der Erkrankung, man selbst hätte etwas falsch gemacht, es wäre irgendeine übermächtige Macht von oben, irgendjemand würde einem das wünschen. Das sind natürlich völlig abstruse Theorien, die hier in den Köpfen zum Teil auch noch vorhanden sind. Krebs ist nicht psychisch bedingt. Das ist eine Tatsache, das ist State of the Art. Es wird gerade zum Thema Stress sehr viel geforscht. Wir haben hier auch noch keine eindeutigen Ergebnisse. Wo aber die Psyche eine besondere Rolle spielt, das ist bei der Bearbeitung, bei der Bewältigung, bei dem Umgehen mit der Krebserkrankung. Da spielt dann die Psyche eine ganz besonders große Rolle. Keiner erkrankt alleine, alle Familienmitglieder sind involviert und ganz besonders herausgefordert. Denn wie gesagt, wenn einer in der Familie erkrankt, ändert sich das gesamte Familiensystem innerhalb kurzer Zeit. Aufgaben müssen übernommen werden von anderen Familienmitgliedern. Es besteht hier ein großer Wechsel eben von Aufgaben, die bis jetzt vielleicht von einer erkrankten Mutter übernommen worden sind, die Kinder in die Schule zu bringen, in den Kindergarten zu bringen. Und das muss jetzt umverteilt werden. Da braucht es Bekannte, Freunde, andere Familienmitglieder. Es müssen alle zusammenhelfen in dieser Situation. Behandlung, der nächste Teil. Natürlich gibt es das Recht auf eine ausführliche Aufklärung über die Erkrankung und Informationen über die weiteren Behandlungsschritte. Wir sehen immer wieder, dass Patientinnen, die sehr gut aufgeklärt sind und die wissen, was sie haben, auch bei der Behandlung sehr viel besser mitmachen können. Es spielt eine ganz, ganz große Rolle das Behandlungsteam und natürlich auch die Familienmitglieder. Aber wenn die Beziehung zum Behandler, zur Behandlerin eine gute ist, dann ist das unglaublich wichtig und unglaublich positiv für den weiteren Verlauf der Erkrankung. Ist das Vertrauen hier nicht gegeben, neigen Patientinnen und Patienten natürlich dazu zum Hoppen und sie suchen dann auch Zweitmeinungen auf, Drittmeinungen auf. Das ist alles zum Teil völlig in Ordnung, aber es ist wunderbar, wenn die Kommunikation gut funktioniert. Vorbereitung auf die Behandlungen, Unterstützungssuche, das sehen wir bei unseren Frauen, eben bei Ihnen allen. Sie sind alle sehr schnell bereit, Unterstützung in Anspruch zu nehmen, so wie wir sie auch anbieten bei uns in der Krebshilfe Wien und in allen anderen Beratungsstellen. Wir haben enorm viele Beratungsstellen österreichweit, das ist sehr positiv. Vor allem in den Bundesländern gibt es hier mehrere. In Wien sind wir eine Stelle, aber eine sehr gut ausgerüstete. Behandlungen sind aufwendig, zeitintensiv, irrsinnig herausfordernd auf der psychischen und auf der körperlichen Ebene. Spitalsaufenthalte, Untersuchungen, Kontrollen machen Angst und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Unsere Patientinnen haben selbstverständlich Angst, die sie zum Teil versuchen wegzudrücken, die sie zum Teil versuchen zu kompensieren, aber die Angst steckt immer mit dabei, ist immer mit dabei. Es kommt ja zu invasiven Eingriffen, das führt auch oft zu Körperbildveränderungen. Verlusterlebnisse auf vielen, vielen Ebenen finden statt. Also es kann sein, dass auch in der Partnerschaft sehr vieles im Laufe der Krebserkrankung nicht funktioniert, dass sie sich trennen, dass eine Beziehung, da haben wir auch Studien dazu, die vorher nicht besonders gut waren, trennen sich dann eher als Beziehungen, die recht gut waren, die stabil sind, die bleiben zusammen und wachsen ein Stück mehr sogar zusammen durch die Erkrankung. Unwohlsein und Schmerzen wirken sich selbstverständlich auf die Psyche aus, das ist ganz klar. Und es kommt hier sehr oft, darauf möchte ich sehr bald noch eingehen, zu vorwiegend Depressionen, Angst und großem Unwohlsein. Behandlung ist selbstverständlich abhängig, um welche Situation es sich handelt. Ist es eine kurative Situation, eine palliative Situation? Geht es um ein Rezidiv, geht es um Metastasen oder geht es um die letzte Lebensphase, wo wir auch noch ganz anders kommunizieren, wie wenn es sich um eine sehr früh erkannte Erkrankung handelt, die bestens behandelt werden kann und die Hoffnung auf eine Heilung da ist. Geht es darum, eine Erkrankung zu behandeln, die nicht mit Hoffnung auf Heilung verbunden ist, sind unsere Patientinnen natürlich in einer ganz anderen Situation. Ein mir besonders wichtiges Thema, das schmerzlich vernachlässigt wird, oft von den Patientinnen selbst, von den Familien und von den Behandlerinnen und Behandlern, das ist die Nachsorge. Ein kleines Zitat, wenn ich einbringen darf, von mir: der letzte Tag der Behandlung ist sicher nicht der erste Tag des Wohlbefindens.
Die Erwartungshaltung, die oft im Umfeld auf die Patienten zukommt, lautet oft, hey, jetzt hast du alles geschafft, die Behandlung ist vorbei, es geht dir gut, du kannst wieder einsteigen in den Alltag, du kannst in dein Berufsleben einsteigen, wir freuen uns so, dass es dir wieder so super geht, erzeugt manchmal auch wieder Schuldgefühle bei der Patientin, weil sie sich nicht so fühlt, weil sie sich erschöpft fühlt, weil sie heftig von den Behandlungen mitgenommen ist. Und weil sie zwar happy ist, dass jetzt hinter ihr liegt, aber jetzt, sage ich immer, bricht erst so richtig die Kiste, die innere Kiste, die innere Box der weggesteckten Gefühle auf. Und plötzlich tritt Erschöpfung ein, Müdigkeit ein, auch Depression und ja vor allem die Progredienzangst. Was heißt Progredienzangst? Die Angst vor dem Fortschreiten der Erkrankung, die Angst vor dem Rückfall. Und die begleitet Patientinnen selbstverständlich mehr oder weniger die nächsten Jahre. Das ist etwas, das nicht wegzubekommen ist so einfach. Es ist eine Normalangst, eine überhaupt nicht neurotische Angst, sondern die Angst, dass wieder etwas passieren könnte. Und mit dieser Angst gilt es umzugehen. Es kommt hier vor allem sehr stark darauf an, in welchem Ausmaß diese Angst da ist. Ist es so, dass die Angst den ganzen Alltag bestimmt, rund um die Uhr vorhanden ist, müssen wir gesprächsmäßig und auch medikamentös etwas unternehmen. Ist es im sogenannten relativ normalen Bereich, wie es die meisten Patientinnen, wir haben hier Zahlen von bis zu 99% und ich behaupte natürlich, es sind eigentlich 100% aller Patientinnen und Patienten, haben eine Progredienzangst, haben die Angst, dass es wiederkommen könnte. Und das muss man sich sehr genau ansehen. Ja, dann geht es um den Wiedereinstieg ins normale Berufsleben natürlich, ins sogenannte normale Leben, ins Berufsleben, was auch immer das sein mag. Und hier, naja, man war jetzt möglicherweise 8 Monate, 10 Monate im Krankenstand, man war möglicherweise sehr oft im Spital, sehr oft bei den Behandlungen. Das heißt, wie schaut denn das mit dem normalen Leben jetzt wieder aus? Wie schaut es mit den Erwartungshaltungen aus? Man war monatelang nicht da, man kehrt zurück. Geht das? Habe ich die Kraft dazu? Bin ich genug fit für das Ganze, dass ich wieder meinen Beruf ergreifen kann? Und hier möchte ich Ihnen allen sehr ans Herz legen, sich auch bei unserem sehr guten Angebot Krebs und Beruf Informationen zu holen, zu sprechen mit unseren Mitarbeitern, die sich nur und ausschließlich mit diesem Thema beschäftigen. Wie kann ich wieder gut einsteigen? Wie kann ich meinen Arbeitsplatz erhalten, wenn er gefährdet ist? Was ist ein Kündigungsschutz? Was ist ein Behindertenstatus? Was ist ein Feststellungsantrag? Das sind viele Fragen, die viele, viele Patienten und Patientinnen nicht so wissen natürlich, woher denn auch. Sie sind das erste Mal möglicherweise in so einer Situation. Das heißt, Arbeitsplatzsicherung ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Scheuen Sie sich nicht, sich bei uns zu melden und sich zu erkundigen, was es zu tun gibt in dieser nicht einfachen Situation, Rückkehr an den Arbeitsplatz. Welche Rechte, welche Pflichten habe ich? Das sind unglaublich wichtige Fragen. Und nicht nur das, sondern auch die Identitätssuche. Wir hören sehr oft von Patientinnen, wer bin ich jetzt eigentlich? Bin ich die, die ich vorher war? Bin ich die, die womöglich sehr aktiv meinen Alltag geschupft habe, die 3 Kinderschule, Kindergarten und Sonstiges erledigt habe, gebracht habe, einen Job habe, einen Nebenjob habe? Geht das nach der Erkrankung? Geht das zu dem Zeitpunkt oder geht das nicht? Wer bin ich? Das alles sind Fragen, die auftauchen im Laufe einer Erkrankung und auch in der Nachsorge. Und noch einmal, sie wird unterschätzt, denn ich war am Anfang vor 25 Jahren, wie ich begonnen habe, in der Krebshilfe zu arbeiten, grün hinter den Ohren, sehr erstaunt, warum Patientinnen und Patienten 2 Jahre nach der Diagnose zum Beispiel zu uns kommen. Und dann ist es klar geworden, es geht ihnen zwar körperlich gut, sie sind in einem recht guten Zustand gewesen, aber sie sagen, ich bin so müde, ich bin so erschöpft, ich habe das Fatigue-Syndrom, ich bin völlig erledigt, was ist los mit mir, ich komme in der Früh nicht aus dem Bett, was habe ich denn? Ja, das wirkt ja natürlich alles noch nach. Krebs kann, es muss nicht, aber kann sehr traumatisch erlebt werden. Und von dem her braucht auch Traumaarbeit ihre Zeit, dass der Patient, die Patientin sich wieder wohler fühlt. Ja, und dann sind wir natürlich auch bei all den Tabuthemen. Krebs an sich ist bereits ein gewisses Tabuthema, manchmal heute noch. Spricht man darüber? Mit wem spricht man darüber? Spricht man am Arbeitsplatz darüber? Spricht man über nächstes Thema Sexualität?
Wie geht es mir in der Sexualität? Wie fühle ich mich? Will ich wieder Sex haben? Spüre ich die Lust wieder? Oder bin ich lustlos, freudlos, antriebslos, auch in der Sexualität nicht mehr aktiv? Wie geht es mir da in der Partnerschaft? Wie reagiert mein Partner darauf? Das sind unglaublich wichtige Fragen, die leider nicht sehr oft von den Patientinnen selbst angesprochen werden oder auch nicht immer von der Ärzteschaft. Umso mehr versuchen wir das und dass wir hier auch dieses Thema anreden, denn Sexualität spielt eine ganz große Rolle und ist sehr oft tabuisiert nach wie vor. Also das anzusprechen ist ein wichtiger Punkt und möchte ich auch Sie dazu ermutigen, diese Themen, die Ihnen vielleicht unangenehm sind, die Ihnen peinlich sind, wo es schwierig ist, da auch mal darüber zu sprechen, weil man sich ein Stück weit vielleicht auch geniert, dass jetzt alles anders wäre. Versuchen Sie hier auch mit dem Vertrauen, das Sie zu Ihren Behandlerinnen und Behandlern haben und auch zu uns Psychoonkologinnen und Psychoonkologen, versuchen Sie auch über diese Themen zu sprechen, denn es ist wirklich, wirklich wichtig. Ja, und dann komme ich gleich zum nächsten Punkt. Das ist eben das Beratungsangebot. Wie schaut das bei uns aus? Wie schaut die Hilfe unter einem Dach aus? Ich darf Ihnen hier ein bisschen etwas von unserem Angebot vorstellen. Das ist auf jeden Fall einmal die medizinische Information. Wir haben 3 Ärzte aus Wiener Spitälern, die bei uns ehrenamtlich beraten, dankenswerterweise. Unser Oberarzt Dr. Kinzer ist seit über 30 Jahren bei uns, war früher Oberarzt im Kaiser-Franz-Josef-Spital in der Klinik Favoriten und berät uns. Dr. Galit aus dem Hannes-Krankenhaus ist für unsere Frauen da, die eben der sehr gut berät zum Thema Brustkrebs, Eierstockkrebs, Gebärmutterhalskrebs, die weiblichen Krebserkrankungen und auch komplementärmedizinische Beratung, selbstverständlich immer basierend auf der schulmedizinischen Behandlung. Dr. Babitz, der uns auch seit vielen Jahren zur Verfügung steht. Rufen Sie uns an, vereinbaren Sie einen Termin. Sie bekommen sehr, sehr gute medizinische Beratung bei uns. Die psychoonkologische Beratung und Begleitung findet in allen Phasen der Erkrankung statt, auch in der Trauerarbeit. Auch wenn ein Angehöriger verstorben ist, kann der Angehörige zu uns kommen und wird begleitet in der Trauerarbeit. Ich denke, dass es wichtig ist, zu allen Phasen der Erkrankung kommen zu können. Patientinnen rufen an, unmittelbar nach der Diagnose. Das hat sich stark verändert. Sie melden sich jetzt sehr bald. Sie wollen sofort eine psychoonkologische Begleitung. Sie melden sich während der Behandlung und auch nach der Erkrankung, also eben in der Nachsorge. Unser wichtiges Thema Krebs und Beruf habe ich vorhin schon ein bisschen angeschnitten. Wie steige ich wieder ein? Was ist eine Wiedereingliederungsteilzeit? Hier hat sich die österreichische Krebshilfe enorm eingesetzt, dass das möglich wird, dass man mit gewissen Stunden wieder einsteigt und nicht mit der vollen Stundenanzahl. Das ist jemandem nicht gut zuzumuten, der gerade 10 Monate im Krankenstand war und mit einer vollen 40-Stunden-Woche wieder einsteigt. Das ist ganz, ganz ungünstig, sondern es braucht ein langsames, sich in den Beruf wieder hineinbewegen. Dann haben wir Ernährungs- und Bewegungsberatung. Viele Patienten und Patientinnen wollen gerne wissen, wie sie sich ernähren sollen, ja, weil das ist ein ganz wichtiger Bereich. Ja, man will ja auch ein bisschen Kontrolle, die einem ja so weggenommen wird im Laufe der Erkrankung, zurückgewinnen. Und indem jetzt gute Speisen gebaut werden, man vielleicht sein Ernährungsverhalten gänzlich verändert, hat man auch das Gefühl, vielleicht ein Stück Kontrolle auch wieder darüber zu bekommen, dass man sich wohlfühlt, dass man dem Körper Gutes tut. Hier haben wir auch alle 3 Wochen eine Ernährungsberaterin bei uns und Bewegungsberatung ist im Moment und derzeit findet sie nicht statt, wird aber wieder demnächst stattfinden. Dann haben wir jetzt, um zu Ihnen als Patientinnen zu kommen, wir haben eine psychotherapeutisch geleitete Frauengruppe, die von einer Psychotherapeutin eben von der Anna Rakusch geleitet wird. Und zwar sind es mittlerweile 2 Gruppen, die immer am Mittwoch stattfinden, am ersten Mittwoch im Monat. Und eine, das möchte ich jetzt ganz besonders Wert darauf legen, auf unsere Young Patients Gruppe, die von der Katharina Gruber geleitet wird in Wien. Wir haben natürlich die Angebote auch österreichweit, aber diese Gruppe ist eine Gruppe zwischen 19 und 39 Jahren. Natürlich haben unsere jungen Patientinnen ganz andere Bedürfnisse wie 60-, 70-jährige Patientinnen. Es geht hier um Kinderwunsch, es geht um Eizellen einfrieren, es geht um Samenzellen bei den Männern einfrieren, aber wir sprechen jetzt von Frauen gerade. Es geht um, kann ich ein Kind bekommen? Wie mache ich das mit Familienplanung? Wie zeige ich mich einem Partner, wenn ich vielleicht jetzt gerade keinen habe, aber einen neuen kennenlerne? Wann sage ich es, dass ich nur mehr eine Brust habe? Wann sage ich es, dass ich in einer Chemotherapie
Chemotherapie mit Eierstockkrebs zum Beispiel bin, wie tue ich das? Wie mache ich das? Wie wird der Partner reagieren, den ich noch gar nicht kenne, der neue Partner, die neue Bekanntschaft? Das sind riesig große Fragen, die unsere jungen Patientinnen beschäftigen. Und da braucht es ganz spezielle Angebote natürlich, auch von meiner jungen Kollegin eben, die sich hier sehr einsetzt. Und diese Gruppe ist erstaunlicherweise enorm groß. Es sind leider auch sehr viele junge Patienten jetzt da, die sich aber sofort Hilfe holen wollen. Und daher ist es eine Gruppe von 10 bis 12 Patientinnen, die sich einmal im Monat treffen. In Covid-Zeiten und in Zeiten, wo es auch nicht geht, gibt es auch die Möglichkeit, über Video miteinander zu kommunizieren. Und diese Gruppe möchte ich unseren jungen Patientinnen auf jeden Fall sehr, sehr ans Herz legen. Denn dort findet Austausch sehr rege statt. Sie treffen sich auch nachher. Unsere Patientinnen gehen noch was trinken gemeinsam und sind sehr verbunden. Wir haben jetzt eine Patientin in der Gruppe, die alles zunächst einmal sehr gut überstanden hat und die baut die anderen Patientinnen auch sehr auf. Trotzdem muss man bei Gruppen ein bisschen aufpassen. Wir haben die meisten Patientinnen zuerst in der Einzeltherapie. Es kann natürlich auch sein, wenn gerade viele Todesfälle sind oder wenn jemand sehr schwer erkrankt ist, dass es die Patientin hinunterzieht. Und auf das muss man dann ganz besonders achten. Aber deswegen haben wir ja unsere Leiterinnen der Gruppen, die besonders gut auf das achten. Nebenbei noch die moderierte Männer-Selbsthilfegruppe, die sich gebildet hat, aber wir sprechen ja heute von den Frauen. Das Projekt Mama, Papa hat Krebs, das möchte ich auch ganz stark ans Herz legen. Es wissen viele Eltern nicht, dass es so etwas gibt, nämlich die Kinder als Angehörige von an Krebs erkrankten Eltern. Das sind keine an Krebs erkrankten Kinder, bitte diesen Unterschied, der ist ganz wichtig, sondern es sind die Angehörigen. Es sind die Kinder von erkrankten Eltern und die brauchen, die kommen ab dem 4. Lebensjahr ungefähr, können sie kommen. Wir haben ein riesiges Spielezimmer bei uns in der Krebshilfe Wien, wo die Jutta Steinschaden, unsere Kinder- und Jugendtherapeutin, je nach Altersstufe mit den Kindern altersadäquat spricht bzw. spielt natürlich. Weil wie bringe ich einem 4-jährigen Kind bei, dass die Mama erkrankt ist? Das hat eine ganz andere Methodik, wie mit einem selbstverständlich wie mit einem 18-Jährigen zu sprechen. Also hier muss man das ganz kindgerecht aufbereiten und das möchte ich Ihnen nachher noch ganz gerne ein bisschen erklären, weil sehr oft eine Scheu besteht, von Eltern hier Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das Projekt Psychologische Hilfe daheim richtet sich danach, dass einige Patientinnen nicht zu uns kommen können. Entweder sind sie so depressiv und psychisch schlecht beieinander, dass sie nicht zu uns in den 20. Bezirk kommen können oder sie haben verschiedenste Erkrankungen. Sie sind adipös, sind vielleicht schwer zuckererkrankt, haben eventuell auch andere Zusatzerkrankungen. Sie können nicht kommen. Da kommt eine Kollegin nach Hause und betreut die Patienten vor Ort und zu Hause. Das ist ein ganz ein eigenes Setting, wenn die Kollegin nach Hause in die Familien hinein, in die Familie kommt. Und dann gibt es noch ein großes Projekt Unternehmen Leben. Wenn jemand in der Firma erkrankt an einer Krebserkrankung, dann kommt ein Kollege, der hier auch die Leute, eventuell den Chef und die Mitarbeiter auch betreut. Was ich noch sagen möchte, ist, dass es selbstverständlich auch Fachvorträge gibt. Wir haben demnächst einen Ernährungsvortrag bei uns. Es gibt auch Broschüren für alle Patienten, Angehörigen zu allen Krebsarten und allen Therapien. Und es gibt eine Informationshotline zu allen Fragen rund um die Erkrankung. Also wenn Sie bei uns anrufen, werden Sie sehr gut versorgt. Die Beratungsstellen sind, versuchen hier auch immer am neuesten Stand zu sein. Gerade in Covid-Zeiten zum Beispiel hatten wir eine Kollegin, die sich ausschließlich mit diesem Thema beschäftigt hat und dann auch viel Auskunft geben konnte, weil manche Menschen nicht wussten, Patienten nicht wussten, was soll ich tun, wohin soll ich mich wenden. Nur wir geben selbstverständlich keine ärztlichen Ratschläge, wenn wir nicht Ärzte und Ärztinnen sind. Das ist ganz selbstverständlich. Wir geben Informationen weiter und wir geben weiter an die Ärzte, an unsere betreuenden Ärzte oder an die Krankenhäuser. Hier trennen wir das selbstverständlich sehr, sehr stark. Auch wenn wir einen guten Background haben und als Psychologen viel über medizinisches Wissen, werden wir selbstverständlich hier niemals über unsere Grenzen gehen. Onkologische Rehab ist ein wichtiger Punkt. Wenn die Zeit der Behandlung vorbei ist, beginnt die onkologische Rehabilitation. Wir haben fantastische Onkozentren in ganz Österreich mit ganz vielen unterschiedlichen Angeboten für unsere Patientinnen. Und das heißt, das empfehlen wir sehr, nach Ende der Behandlung sich in eine onkologische Rehabilitation zu begeben.
und hier jedes Angebot in Anspruch zu nehmen, von der psychologischen Betreuung bis hin zur Massage, Unterwassergymnastik und auch wieder so das soziale Leben, das wieder so ein bisschen in Schwung kommt, dass man dort auch Gleichgesinnte trifft, mit denen plaudert, sich mit ihnen unterhält, walken geht, turnen geht, Fitness macht. Das ist eine ganz tolle Sache und unsere Patientinnen kommen meistens ganz begeistert von den Rehabs zurück. Ja, wir wären beim dritten Punkt der Agenda, bei der Psychoonkologie. Wer und was hilft eigentlich genau? Psychoonkologie ist eine multidisziplinäre Fachrichtung, die sich mit allen Bedürfnissen rund um die Erkrankung, mit dem psychischen, mit den sozialen, mit all diesen Belangen von Krebspatientinnen und Angehörigen beschäftigt. Im Zentrum steht die Unterstützung der Patientinnen im Umgang mit der Erkrankung, das ist das Um und Auf. Und es geht darum, die Lebensqualität so gut wie möglich zu erhalten bzw. gut leben zu können und alle psychischen Belastungsreaktionen auch zu bearbeiten. Es ist eine relativ junge Wissenschaft, die Psychoonkologie, die sich eigentlich ursprünglich damit befasst hat, wie Krebs entsteht. Und da hat es in den 80er Jahren Theorien gegeben, die Gott sei Dank mittlerweile völlig über den Haufen geschmissen worden sind, wenn ich das so salopp sagen darf. Man hat nämlich angenommen, dass Krebs psychisch bedingt ist, dass depressive Patienten eher an Krebs erkranken als nicht-depressive Patienten. Und das hat sich als völliger Humbug herausgestellt. Die Patientinnen und Patienten haben unglaubliche Schuldgefühle entwickelt. Ich bin selber schuld an meinem Krebs. So ist es nicht, wissen wir natürlich heute. In den letzten Jahren ist die Psychoonkologie nicht mehr wegzudenken aus einem Behandlungssetting, ja, neben der fantastischen medizinischen Behandlung, wie sie in allen Wiener Großkrankenhäusern stattfindet, braucht es ein Stück weit auch eine psychologische Betreuung. Das heißt, es muss nicht zwingend sein, es muss nicht jede Patientin eine psychologische Betreuung in Anspruch nehmen, wenn sie gut versorgt ist von der Familie, vom Behandlungsteam, wenn sie selber viele Ressourcen hat, dann wird es vielleicht nicht notwendig sein, aber sie sollen die Möglichkeit haben, an kompetente Beratungsstellen zu kommen, die sich dafür einsetzen, dass es ihnen wieder ein Stück besser geht. Wo sind sie tätig? Also vor allem in den Beratungsstellen der Krebshilfe sind die Psychoonkologinnen tätig, aber auch in den Rehabzentren, in der freien Praxis, wobei es erstaunlicherweise relativ wenige Psychoonkologinnen gibt, die in der freien Praxis tätig sind. Es ist ein schweres Thema, es ist ein großes Thema, es geht auch viel um schwere Erkrankungen, um auch häufig auch um Themen rund um den Tod. Das ist selbstverständlich eine intensive Arbeit. Und wir empfehlen immer, wenn jemand bei uns einige Stunden in Anspruch genommen hat, wenn er dann weiter in Psychotherapie gehen möchte, bitte zu jemandem, der sich auch mit der Psychoonkologie gut auskennt. Was tun wir? Naja, viele Entspannungstechniken vermitteln, viel reden, aber manchmal auch schweigen wir mit unseren Patienten. Die Angehörigen neigen manchmal dazu, so ein bisschen ein Floskelwerk auch zu verwenden. Du wirst sehen, du bist eine starke Frau. Das ist so ein kollektives Ding, das in den Menschen drinnen ist, zu sagen, du bist so eine unglaublich starke Frau, du wirst es schaffen. Was soll das bedeuten? Was ist eine unglaublich starke Frau? Die Patientinnen müssen durch diese Behandlung durch, ob sie wollen oder nicht. Mit stark und schwach bitte da nicht tun, das bringt überhaupt nichts. Oder zu sagen, die nächste Untersuchung wird garantiert super werden, wer weiß das. Wir sind nicht die Personen mit der großen Glaskugel, die wissen, wie diese nächste Untersuchung sein wird. Sie kann katastrophal sein, sie kann gut sein, sie kann schlecht sein, sie kann alles spielen. Also das sind so Pseudotröstungen, die unglaublich liebsicher gemeint sind, aber die unseren Patientinnen nicht viel weiterhelfen. Das sage ich deshalb, weil auch wir in den Stunden manchmal nicht nur reden, nicht nur Vorschläge haben, Ratschläge haben. Wir tragen dieses Schicksal ein Stück weit mit im Vis-à-vis. Wir schlupfen in die Schuhe des Patienten, der Patientin und versuchen, und wenn wir auch einmal nicht sprechen, wenn der Patient weint, sagen wir nicht, natürlich, Sie brauchen jetzt nicht weinen, sondern wir lassen das zu und wir begleiten den Patienten und in dem Fall die Patientin selbstverständlich durch diese Zeit. Ich habe einmal mit einer Patientin sicherlich 5 Stunden hindurch geschwiegen. Das ist nicht einfach, glauben Sie mir. Das ist für die Patientin nicht einfach, das ist für das Gegenüber nicht einfach. Aber sie hat diese Zeit gebraucht und kam regelmäßig immer zu ihren Stunden. Es war so eine Depression, so eine starke da, die wir dann selbstverständlich auch medikamentös einstellen haben lassen, damit es ihr wieder besser geht. Es gibt auch solche Zeiten, da sind wir sprachlos. Da wissen wir nicht, was wir in diesem Moment sofort zu sagen haben. Und das ist auch gar nicht schlimm.
Effekte. Psychoonkologische Betreuung ist mein nächster Punkt. Es kommt nachweislich und es gibt großartige Studien. Ich komme gerade von einem Kongress aus Berlin, vom Deutschen Krebskongress, der unglaublich gute Studien zu den Themen bringt, wie wird die Lebensqualität verbessert durch psychoonkologische Betreuung. Weil ein bisschen hat man uns ja immer gesagt, na ja, was macht ihr denn mit den Patienten und Patientinnen? Ihr plaudert mit ihnen, ihr redet ein bisschen mit ihnen. Nein, das tun wir nicht. Wir haben eine Methodik dahinter und diese Methodik hat einen Effekt. Es gibt Studien, die besagen, dass die Krebsmortalität bei Patientinnen und Patienten, die sich einer psychoonkologischen Behandlung unterziehen, heißt Depression und Angst vermindern durch diese Behandlungsschritte, eine zu 33% geringere Mortalitätsrate haben als andere Patientinnen. Das heißt, wenn jemand begleitet wird, wenn jemand sich das anschaut, wenn es ihm schlecht geht, wenn er da Tools in die Hand bekommt, geht er natürlich auch zu Kontrolluntersuchungen eher, geht er natürlich auch in eine Behandlung eher als jemand, der niemanden hat, mit dem man nicht sprechen kann, der vielleicht so schlecht beisammen ist, dass er auch nicht zu seinen Kontrolluntersuchungen geht und daher sich eventuell die Behandlung so verzögert, dass die Prognose immer schlechter wird. Also es ist ganz wichtig, dass wir hier eingreifen, wo Patienten und Patientinnen vielleicht auch manchmal am Punkt sind, eine Therapie abzubrechen. Und es gibt, wie gesagt, mehr und mehr Studien zu diesem Thema, dass psychoonkologische Betreuung wirkt. Sie lindert jedenfalls Angst und Depression. Sie stärkt die Kommunikation in der Familie, im Freundeskreis, unter den Kolleginnen, weil wir wollen dieser Sprachlosigkeit tatsächlich entgegenwirken. Ja, wir haben gesagt, was sind die Effekte? Unter anderem auch die Erleichterung im Umgang mit Schmerz, die Bereitschaft zu aktiven Mitarbeit an therapeutischen Maßnahmen, die Verbesserung der Entspannungsfähigkeit durch die Vermittlung verschiedener Entspannungstechniken. Es gibt so viel zu tun, es gibt so viele Möglichkeiten, jemand wieder ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, wieder in einer Krise, wo man das Gefühl hat, jetzt falle ich in ein tiefes, großes, dunkles Loch. Was kann ich tun? Da gibt es Möglichkeiten, da gibt es Tools, da gibt es ein Gespräch, sodass die Patientin wieder herausgeht und sagt, das war heute so eine wichtige Stunde, es tut mir einfach gut und jetzt weiß ich wieder, warum ich diese Behandlung mache, jetzt weiß ich wieder, dass ich weitermache. Und ich glaube, wir sind da auch manchmal so ein bisschen in der Motivation einfach tätig, weiter zu tun. Gleichzeitig, wenn es gerade ein Moment ist, wo es gar nicht geht, wird auch dieser Moment begleitet. Es ist alles da. Wir können nicht sofort immer in der Sekunde alles schön reden. Das macht keinen Sinn. Auch die Trauer braucht einen Platz, auch die Verzweiflung braucht einen Platz, auch die Wut braucht einen Platz. Und unsere Patientinnen sind selbstverständlich wütend und fragen sich, warum ich, warum zu diesem Zeitpunkt, warum die ganze Familie und ich jetzt auch noch dazu. Das sind unendlich viele Fragen, die hier gestellt werden. Aber wenn Sie sie einmal sprechen, wenn Sie einmal sagen können, was Sie hier beschäftigt, wenn Sie das ausdrücken können und wir im Vis-à-vis alle ein bisschen das versuchen zu verstehen, ohne es sofort zu bewerten, das ist nämlich etwas, wo sehr schnell bewertet wird. Du musst positiv denken. Sie alle kennen diesen grauenhaften Satz. Du musst jetzt positiv denken. Wir haben die 6. Chemotherapie, Neuropathien, Schmerzen, unangenehme Zustände. Und jetzt kommt der Punkt, du musst positiv denken. Nein, was soll das sein? Du musst positiv denken. Die Patientin versucht ja sowieso alles, um gut durch die Behandlung durchzukommen. Also bitte nicht Ratschläge, weil es sind Schläge, die manchmal auch ein bisschen wehtun. Und das hat keinen Sinn, das so zu machen. Eher nachzufragen, was brauchst du? Was ist jetzt für dich wichtig? Kann ich dich mit dem oder mit dem unterstützen? Sag mir, wenn du deine Ruhe haben willst. Aber dieses von einem Nicht-Betroffenen zu sagen, wie es dem, der gerade betroffen ist, jetzt gehen soll, ist gewissermaßen auch ein bisschen eine Anmaßung. Das muss uns auch bewusst sein. Aber geh, jetzt hast du nur noch 2. Die sind aber so anstrengend, die letzten 2 Chemotherapien möglicherweise, dass sie auch jetzt schon nicht mehr kann. Also da müssen wir uns ein bisschen was anderes überlegen, wie wir wirklich mit guten Sätzen, mit einem guten Gefühl den Patientinnen weiterhelfen können. Ja, und jetzt darf ich noch zu der wichtigen Rolle der Angehörigen kommen, von denen wir heute eh schon einiges gesagt haben und gehört haben. Die Angehörigen, da möchte ich mal vorausschicken, es erkrankt keiner alleine. Es ist eine systemische Geschichte. Wenn ein Familienmitglied erkrankt, werden die Rollen innerhalb der Familie aufgeteilt. Derjenige, der bis jetzt das Essen gemacht hat, in den Kindergarten gefahren ist, den Beruf ausgeübt hat, die Mutter, die jetzt erkrankt ist, muss die Rollen aufteilen an ihre Kinder. An eventuell eine Mutter, eine Großmutter, wer auch immer da ist. Tragisch ist es, wenn es kaum jemanden gibt im Umfeld.
dann wird es ein bisschen schwierig. Aber wir erleben doch oft, dass dann ein Unterstützungsangebot von verschiedenen Seiten kommt. Daher sind die Angehörigen enorm hilfreiche Unterstützerinnen und wertvolle Begleiterinnen und Begleiter auf dem Weg durch die Erkrankung und geben Nähe, Halt, enorme Sicherheit. Kinder und junge Erwachsene als Angehörige brauchen ein ganz spezielles, auf sie zugeschnittenes Angebot. Unterschiedliche Altersstufen muss man hier berücksichtigen und die unterschiedlichen Entwicklungsstufen. Und nochmal ganz kurz gesagt zu dem Projekt Mama, Papa hat Krebs. Bringen Sie Ihre Kinder auch, ich möchte, dass das gut verstanden wird. Es geht hier nicht um einen Krankheitswert, dass irgendetwas falsch läuft in der Familie, sondern es geht einfach darum, wie sage ich es meinem Kind. Es rufen viele Eltern an, die sagen, ich weiß nicht, soll ich darüber sprechen, über die Krebserkrankung? Soll ich sagen, dass ich die Krebserkrankung habe? Ich möchte die Kinder schonen. Hier wird die Therapeutin sich mit den Eltern zunächst auseinandersetzen. Wie sage ich es dem Kind? In welcher Form sage ich es dem 5-jährigen Kind? In welcher Form dem 10-jährigen? Das sind ganz spezielle, auch gute Sätze, die man hier mitgeben kann und vor allem das Gefühl, das mitschwingt. Also scheuen Sie sich auch da nicht, eine Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Wir pathologisieren diese Kinder nicht und es ist auch häufig überhaupt nicht der Fall, dass irgendetwas nicht stimmt mit dem Kind. Aber es kann passieren, dass die Schulleistung um 1 bis 2 Noten weniger wird in dieser Zeit, also schlechter wird, meine ich. Es kann sein, dass wieder eingenässt wird bei den Kleineren. Es kann sein, dass die Nägel gebissen werden. Das sind alles Möglichkeiten. Das ist kein Muss, aber es kann passieren. Und dann ruhig die Unterstützung auch hier wieder in Anspruch nehmen. Also Kinder sind eine ganz eigene Gruppe von Angehörigen und die jungen Erwachsenen auch. Und man sagt sehr oft, es sind Eltern, das möchte ich noch erzählen, oft enttäuscht, wenn sich der 16-, 17-, 18-Jährige zurückzieht und scheinbar lieber auf die Party geht, als jetzt die Mama zu begleiten zur nächsten Therapie oder vielleicht zu Hause mal mitzuhelfen. Das ist auch eine ganz normale Reaktion. Erinnern Sie sich zurück, wie Sie mit 16, 17, 18 waren. Und Sie haben Angst, alle diese Jugendlichen, Sie haben eine enorme Angst davor, dass der Elternteil sterben könnte. Und deswegen reden Sie bitte mit den Kindern und mit den Jungen, weil sie machen sich viel mehr Fantasien dazu, wie es ihnen vielleicht geht, wie wenn sie ihnen sagen, was sie haben. Ein sehr guter Satz ist hier immer, ich werde dich informieren, wenn sich die Situation verändert. Ich sage dir jetzt, wie es mir geht. Ich sage dir jetzt, was mein Arzt, meine Ärztin zu mir sagt. Und sollte sich das verändern, dann verspreche ich dir, dass ich dir das mitteilen werde. Und das gibt den Kindern und jungen Menschen Sicherheit. Sie wissen, dass sie dann nicht nur in der Fantasie sein müssen und irgendan etwas vielleicht oft viel Größeres glauben, weil es ihnen zu verheimlichen, es bringt nichts. Kinder spüren alles. Junge Menschen spüren alles. Sie sehen irgendwo ein Papier, sie sehen einen Befund, sie hören die Mama heimlich telefonieren. Glauben Sie uns, die Kinder wissen alles. Sie wissen viel, viel mehr, als wir glauben. Und daher sprechen Sie mit ihnen. Und wie das geht, da kann man sich sehr gut Unterstützung holen. Ja, vielleicht nochmal zusammengefasst, die Angehörigen brauchen eben auch oft Hilfe. Sie neigen dazu, manchmal zu viel zu machen und brennen dadurch auch aus. Wir erleben das häufig, dass der Angehörige ein unglaubliches Engagement an den Tag legt. Und das ist toll, das ist für den Betroffenen sicherlich auch gut, aber wir reden von einer Diversität. Es sind zwei. Der eine hat die Erkrankung, der Partner, die Partnerin, und der andere hat sie nicht. Das heißt, es ist ein Unterschied. Das ist ohne Konsequenz. Ich will es nur einmal erwähnen. Und es ist wichtig, dass derjenige, der in seinem normalen Alltag drinnen steckt, der die Arbeit macht, der am Abend nach Hause kommt und vielleicht dann noch Essen kocht, die Kinder zu Bett bringt und so weiter, dass der auch freie Zonen bekommt. Ich spreche da immer von krebsfreien Zonen. Sowohl der Betroffene, sowohl die Betroffene als auch der Angehörige. Und die Angehörige brauchen krebsfreie Zonen. Es darf nicht alles voll mit dem Thema Krebs, Krebs, Krebs sein, weil sie sind so viel mehr als ihre Krebserkrankung. Sie können so viel mehr. Sie haben so viele andere Rollen. Sie sind Mutter, Tochter, Freundin, Angestellte, beruflich hoch erfolgreiche. Sie sind so viel mehr als die Erkrankung. Und das ist wichtig, dass sie diesen Fokus auch immer wieder darauf legen. Und die Angehörigen haben das Thema mit den Grenzen sehr häufig. Sie machen entweder zu viel, unter Anführungsstrichen, oder zu wenig. Und das ist alles unter Anführungsstrichen. Das sind alles Mechanismen, wie man damit umgeht. Sie haben enorme Angst um die Betroffenen.
Die einen spalten diese Angst ab, verdrängen sie, machen so, wie wenn nichts wäre. Und die anderen sind rund um die Uhr, das sehen wir oft bei Müttern und Töchtern, die sehr eng miteinander verbunden sind, die im dritten, im vierten Jahr die Mama auch sehr intensiv pflegen und schon nicht mehr können. Und auch da brauchen sie manchmal ein Stück weit Unterstützung. Wie komme ich da wieder ein Stück heraus? Wie kann ich Aufgaben auch abgeben? Die Erkrankung stellt sich wie ein Dritter in die Paarbeziehung, hat Hans Jeloschek, einer der bekanntesten Psychotherapeuten, gesagt, der sehr viel mit Paaren gearbeitet hat und selber ein Angehöriger war. Sie ist wie ein Dritter mitten in der Erkrankung drinnen. Ohne Erkrankung ist jetzt nichts mehr. Einmal mehr, einmal weniger. Aber es geht um Spitalsbesuche, es geht um Chemos, es geht um Behandlungspläne. Es ist ganz klar, es steht die Erkrankung wie ein Dritter. Wenn man hier eine Familienaufstellung oder eine Aufstellungsarbeit machen würde, ist die Erkrankung wie ein Dritter in der Paarbeziehung oder in der ganzen Familie mit drinnen dabei. Intimität und Sexualität. Ich habe das schon angesprochen, es kommt hier häufig zur Sprachlosigkeit. Es wäre ganz wichtig, hier zu sprechen, sich darüber auszutauschen, die Scham und die Schuld, die hier sehr oft eine Rolle spielt. Ich bin schuld, dass ich nicht mehr so kann wie vorher. Ich bin schuld, weil ich mich zurückgezogen habe, weil Sexualität nicht mehr so eine große Rolle spielt für mich. Das ist auch ganz wichtig, wieder darüber zu reden. Nur gibt es natürlich Paare, die auch vor der Erkrankung nicht darüber gesprochen haben oder wo dieses Thema vielleicht ein schwieriges war. Die werden, da müssen wir uns nicht dieser Illusion hingeben, dass sie jetzt anfangen werden, intensiv darüber zu sprechen. Da braucht es vielleicht manchmal einen Dritten, der dann auch ein bisschen motiviert. Und Angst und Depression, das sind meine Spezialgebiete. Ich komme aus der Psychiatrie, ich habe mit einer Psychiaterin jahrelang zusammengearbeitet. Wenn wir die Depression nicht behandeln, wenn sie mittelgradig und schwer ist, dann wird es für den Patienten, für die Patientin wirklich nicht gut aussehen. Bitte suchen Sie Hilfe auf, wenn Sie an einer leichten, mittelgradigen oder schweren Depression leiden. Und die zeichnet sich, wie Sie vielleicht wissen, durch die ganzen lose Worte aus. Lustlos, freudlos, antriebslos und sehr oft schlaflos. Und dann hilft ein leichtes Antidepressivum, dann hilft eine Schlafmedikation. Und das ist eine Mehr aus den 60er, 70er, 80er Jahren, dass diese Medikamente abhängig machen. Es ist heute so, dass ein leichtes Antidepressivum überhaupt nicht abhängig macht, kaum Nebenwirkungen, meistens auch gar keine hat und einem über eine Zeit lang ein bisschen hinweg hilft, über eine schwere Zeit. Bitte, wenn das eintritt oder wenn die Angst so unerträglich wird, dann gibt es Möglichkeiten und Hilfestellungen. Sie sind nicht alleine mit der Angst und mit der Depression. Das heißt, das muss behandelt werden. Das sind die meisten, weil ich jetzt immer wieder davon spreche, das sind die meisten Nebenwirkungen auf der psychischen Ebene, die Angst, die Progrediensangst und die Depression. Noch einmal, das habe ich schon erwähnt, die Erwachsenenangehörigen und die Kinder und auch die Trauerbegleitung. Das noch ganz kurz gesagt, wenn ein Patient verstirbt, kommt dann zum Beispiel auch weiter in die Kinderbetreuung. Wenn die Mama verstorben ist, kommt der Vater oder ein naher Angehöriger auch oft mit dem Kind weiter in die Betreuung. Es werden auch, wenn ein Elternteil verstirbt oder wenn eine Patientin, ein Patient verstirbt, Kerzen gebastelt, wie kann ich das Begräbnis gut gestalten, wie kann ich den Patienten gut verabschieden. Da wird hier sehr viel getan, auch bei uns. Das wäre dann einmal vielleicht ein eigenes Thema. Ich möchte kurz zusammenfassen. Bitte scheuen Sie sich nicht, die Beratungsstellen der österreichischen Krebshilfe aufzusuchen und das vielfältige Beratungsangebot in Anspruch zu nehmen. Reden hilft, das wissen wir, sprechen hilft und wenn das Reden nicht geht, werden wir sie zu anderen Angeboten überweisen, wie vielleicht auch einmal eine Körperarbeit, vielleicht auch eine andere Möglichkeit, ein bisschen zu den Gefühlen vorzudringen und vorzukommen. Und hier, Sie sind absolut nicht alleine. Kommen Sie zu uns, Sie haben viele Fragen, die hätte jeder von uns, der selbst erkrankt. Und es gibt auch Antworten, selbstverständlich von Ihrem Behandlungsteam, von Ihrem Großartigen, selbstverständlich von den Cancer Nurses, von den Pflegenden, von dem ganzen Stab an Betreuenden und ein Stück weit auch von uns in den Beratungsstellen. Kommen Sie und lassen Sie sich beraten und sind Sie uns nicht böse, wenn Sie eine kleine Wartezeit in Anspruch nehmen müssen, weil wir wirklich überlaufen werden, nachdem ja unser Angebot kostenlos ist. Vielen Dank und aus Liebe zum Leben. Vielen herzlichen Dank. Aus Ihrem Vortrag wird
Ich kenne das ja schon immer sehr klar, wie viel Erfahrung Sie haben und auch, was für ein tolles Angebot Sie für unsere Patienten und Patientinnen haben. Eine Frage, die sich gleich aufdrängt. Krebs ist ja eine sehr häufige Erkrankung. Mhm. Jeder von uns kennt jemanden, der davon direkt betroffen ist, im Freundeskreis, im Familienkreis. Wir haben etwa 40.000 Neudiagnosen an Krebs im Jahr in Österreich, ungefähr 360.000 Leute, die mit Krebs leben. Können Sie alle diese Personen ausreichend beraten? Sie haben gesagt, 99 bis Ihrer Einschätzung nach 100% aller Krebspatienten und Patientinnen haben mit Angst zu tun und klingt so, als würden Sie auch tatsächlich Betreuung und Beratung durch Sie und die Krebshilfe brauchen. Ist das alles stemmbar? Das ist eine sehr gute Frage. Es ist schwierig. Es ist, nachdem wir Non-Profit-Organisation sind, leben wir von Spendengeldern. Und wir haben keine Unterstützung aus der öffentlichen Hand. Mir persönlich, um auf diese Frage auch so zu antworten, ist es ganz wichtig, deswegen bin ich jetzt auch als Vorstandsmitglied in der österreichischen Krebshilfe tätig, als Präsidiumsmitglied, dass wir so wie in Deutschland es eines Tages schaffen werden, und das ist meine große Vision, dass die Beratungsstellen der Krebshilfe und die Psycho-Onkologinnen, die da tätig sind, also die Leistungen, die hier gebracht werden, von den Kassen übernommen werden. Das ist noch ein Riesenvorhaben, das wir hier haben. Aber ich habe hier so viele Informationen mitgenommen, die Deutschen haben 15 Jahre dafür gebraucht, dass jetzt alle Beratungsstellen der Krebshilfe unterstützt werden von den Kassen oder die Leistungen übernommen werden. Und das wird on the long run das Ziel sein, dass wir eines Tages auch dieses Setting haben, weil jetzt ist es wirklich so, wenn wir nicht viele Spenden haben, wenn wir nicht Charities haben, die uns Geld bringen, wenn wir nicht auch die ein oder andere Erbschaft haben, wird es eng. Wir müssen auch Miete bezahlen, wir müssen die Angestellten bezahlen und wir sollen und wollen auch nicht mehr diese ganze Last auf unseren Schultern haben. Das ist ein öffentlicher Auftrag, das ist etwas, wo wir Hilfe und Unterstützung brauchen und das muss aus diesem Non-Profit-Bereich im Laufe der Zeit heraus. Also das ist mein persönliches Ziel noch, solange ich in irgendeiner Form tätig bin, das mit Professor Sewelder, der hier auch sehr im Ministerium für diesen Punkt kämpft, dass wir uns in diese Richtung bewegen. Aber da dürfen wir jetzt nicht uns Illusionen hingeben, das wird noch sehr lange dauern. Und in der Zwischenzeit probieren wir absolut das Beste, was wir tun können. Und wir versuchen wirklich jedem ein ausführliches Erstgespräch zu geben. Also das versuchen wir. Wir können nicht mehr 10, 15 Stunden am Stück machen. Wir haben eine kleine abgespeckte Form. Aber wir denken halt auch, dass eine Krisenintervention, ein Erstgespräch sehr hilfreich sein kann. Aber es wird auf die Dauer nicht zu stemmen sein und soll auch nicht von Non-Profits zu stemmen sein. Das ist unsere fixe Überzeugung, sondern wir brauchen ein bisschen die öffentliche Hand dazu, beziehungsweise die Kassen, die das auch sehen. Mhm. Und auf das hoffen wir. Ja. Sie haben Wartezeiten erwähnt. Wie ist das, wenn heute jetzt jemand zu Ihnen zugehört hat und Sie morgen anruft? Ja, es ist so, dass wir glücklicherweise, ich muss auf Holz klopfen, weil wir ein bisschen mit den Beratungseinheiten zusammengegangen sind, also geschrumpft sind, können wir jetzt so innerhalb von 14 Tagen wirklich ein Gespräch anbieten. Und ich sage dazu, wenn es ein Gespräch ist, das sehr dringend ist, das sieht dann unsere Kollegin am Empfang, die ist auch Psychologin, und die läutet dann bei mir hinein und sagt, Karin, da ist jemand, der ganz dringend Hilfe braucht, bitte unterbrichst du kurz das Gespräch und dann führe ich dieses Gespräch. Also Kriseninterventionen, Notfallsituationen machen wir 100% alle. Wenn es aber nicht so dringend ist, und das hört man schon ein bisschen am Telefon, ist innerhalb von 14 Tagen bis 3 Wochen bekommt man ganz sicher einen Termin. Wir bemühen uns da sehr darum. Und der beste Weg ist einfach anrufen. Einfach anrufen, das ist die beste Möglichkeit. Will auch noch sagen, weil ich für Österreich natürlich spreche, ich habe jetzt für Wien gesprochen, in den Bundesländern schaut es da besser aus, da kommen, höre ich immer von meinen Kolleginnen, die Leute schneller zum Zug sozusagen. Also es schaut in den Bundesländern wirklich um vieles besser aus. Wien ist so ein bisschen der Schwerpunkt oder es kommen sehr, sehr viele Patienten und das wollte ich noch erwähnen. Das ist in Wien die Situation immer ein bisschen prekär. Aber wenn morgen jemand anruft, ist garantiert jemand von uns da, der unterstützen wird. Mhm. Ich bin sicher, Sie haben auch viel Erfahrung damit, dass Patienten und Patientinnen sich an Sie wenden oder mitbringen, auch Informationen aus dem Internet. Mhm. Also Dr. Google spuckt ja einiges aus und das Erste, was man wahrscheinlich macht, wenn man so mit so einer Diagnose konfrontiert ist, dass man ins Internet geht, um sich zu informieren.
Ja. Was ist Ihre konkrete Empfehlung? Wir raten ganz extrem davon ab, weil es stehen unglaublich viele Falschaussagen und viele Dinge im Netz. Und auch wenn es richtig ist und derjenige liest jetzt gerade die 5-Überlebensrate, ist ja total durcheinander. Und es ist ein Riesenunterschied, ob ich das alleine vorm PC sitzend lese und eben einerseits entweder die falsche Nachricht bekomme oder, sollte sie auch richtig sein, völlig alleine gelassen damit bin. Wir raten ganz stark davon ab, sondern wir raten dazu, wirklich mit dem Behandlungsteam, mit den Ärzten und Ärztinnen zu sprechen. Das ist das Um und Auf, weil jede Geschichte individuell unterschiedlich ist. Und wir können auch nicht alles über einen Kamm scheren. Wir haben schon so vieles gesehen in Realita, was laut Papier ganz anders hätte ausschauen sollen. Und deswegen bitte nehmen Sie Abstand davon, sich nur im Netz zu bewegen. Ja, sagen wir unseren Patientinnen und Patienten, tun Sie das nicht. Ja, es wird Sie verunsichern, es wird Sie noch ängstlicher machen. Das macht nicht viel Sinn. Was haben Sie noch für Tipps in Vorbereitung auf einen Arzttermin? Es passiert uns immer wieder, dass die Patienten zu uns kommen und dann quasi uns sich nachher nochmal bei uns melden. Jetzt habe ich vergessen, das Wichtige zu fragen. Also ich sage immer, genau, am besten ist zu Hause und dann immer mitschreiben. Absolut. Aber gibt es vielleicht noch andere Tipps, die Sie haben? Also es ist absolut unser erster Tipp, dass wir sagen, machen Sie eine kleine Liste, so wie Sie das jetzt gerade gesagt haben. Schreiben Sie die wichtigsten Fragen auf, weil man vergisst es in der Situation des Nervösseins, des Aufgeregtseins. Natürlich ist es wichtig, dass bei unseren älteren Patienten, die haben manchmal noch so ein bisschen Angst auch vor den Ärzten. Ja, das verändert sich zwar jetzt gerade, aber der Halbgott in Weiß, er schwebt noch manchmal ein bisschen mit dabei und da ermutigen wir sie ein bisschen. Sie dürfen ihre Fragen stellen, sie sollen ihre Fragen stellen. Das ist ihr Partner. Das ist derjenige, der mit ihnen diesen Weg jetzt geht und nicht nur dort schweigend sitzen und kein Wort sagen. Also wir ermuntern zu einer Kommunikation, dass wirklich Fragen gestellt werden dürfen und Fragen gestellt werden sollen und tun da ein bisschen empowern in diese Richtung. Wenn man sagt, ich fürchte mich, ich traue mich nicht, ich weiß nicht, ob ich soll, dann üben wir das auch in Rollenspielen. Wir üben das auch bei uns in der Krebshilfe. Manchmal setze ich mich in die Position des Patienten, der Patientin und er spielt den Arzt, die Ärztin und umgekehrt. Und das kann dann auch recht hilfreich sein, ja. Sie haben auch erwähnt, die Kinder und das Spielzimmer. Vielleicht können Sie das nochmal ganz kurz beschreiben, wie das abläuft. Ja, es ist so, dass wenn man sich bei uns eben anmeldet, dann meldet man sich entweder als Patient oder als Angehöriger an oder es ruft ein oft verzweifelter Elternteil an und sagt, ich habe gehört, bei euch gibt es oder was soll ich denn tun, meiner Tochter geht es gerade gar nicht gut. Dann wird das sofort in die Liste der Kindertherapeutin eingetragen, die sehr schnell zurückrufen kann. Die Kinder- und Jugendtherapeutin ist nicht ganz so ausgelastet derzeit im Moment und da wird dann sehr schnell rückgerufen. Es kommt meistens zu einem Elterngespräch, dass man einmal mit den Eltern bespricht, worum geht's. Und dann wird das Kind eventuell mitgenommen und da gibt's dann eben die unterschiedlichen Settings von wirklich spielend mit, also die Jutta hat in ihrem Zimmer jedes Spiel dieser Welt, für jede Altersstufe dieser Welt und um ein bisschen das Vertrauen auch zu bekommen, weil man darf sich das nicht so vorstellen wie in der Erwachsenenbetreuung. Ein 5-Jähriger, 6-Jähriger braucht ja noch ganz was anderes. Da gibt's Kuscheltiere, da gibt's, unsere Kollegin hat auch einen Hund, einen Therapiehund, den die Kinder sehr lieben und wo sie auch ganz glücklich sind, wenn die Cookie wieder da ist. Also da gibt es verschiedene Settings, wie gehe ich auf das jüngere Kind zu oder die Eltern sind manchmal am Anfang auch mit dabei, weil sie sich noch nicht trauen, mit ihr alleine zu sein. Aber nach kürzester Zeit stürmen sie bei uns hinein und lieben unsere Kinder- und Jugendtherapeutin und mögen das, was da gemacht wird. Sie hat dann oft Jahre später auch noch Kontakt zu den ursprünglichen Kindern und Jugendlichen, die sind mittlerweile erwachsen geworden und es ist ein sehr schönes Angebot. Wie oft sind diese Beratungstermine? Auch unterschiedlich, teilweise regelmäßig, wenn es gerade sehr viel braucht, wöchentlich. Bei uns in der Erwachsenenbetreuung meistens 14-tägig oder 3-wöchig. Wenn es aber eng ist, wie ich jetzt eine Patientin habe, die wirklich noch sehr schlecht besammen ist, dann bestelle ich sie schon wöchentlich und rufe auch einmal zwischendurch an, beziehungsweise biete das an, dass man anrufen kann. Und bei den Kindern auch sehr, sehr unterschiedlich. Manche kommen meistens vielleicht 14-tägig, ja, oder wenn gerade
etwas Dramatisches eingetreten ist, dann brauchen sie vielleicht mehr. Wir stimmen das, so wie in der Medizin, wo es, glaube ich, immer mehr in die Richtung der individuellen Therapie geht, ja, machen wir das in der Psychologie auch. Jede Geschichte ist unterschiedlich und wir versuchen, auf jede Geschichte einzugehen und hier das ideale oder das annähernd ideale Setting zu finden. Mhm. Mhm. Sind alle Beratungen auf Deutsch? Wir haben das nächste Mal das Thema Migration und Krebs. Wie schaut's mit Spannend, es ist so, dass bei uns Deutsch und Englisch ist. Wir haben von unseren Mitarbeitern niemanden, der eine andere Sprache kann, wissen aber von FEM zum Beispiel, Frauen, Eltern, Mädchen, dass es dort auch Sprachen, also andere Sprachen gibt und dass Patientinnen auch kommen können, die in anderen Sprachen beraten werden. Bei uns ist es im Moment nur Deutsch und Englisch. Es ist überhaupt so, dass relativ wenig Patientinnen und Patienten mit Migrationshintergrund kommen. Das ist etwas, was vielleicht auch erst ein bisschen später oder gerade noch anläuft. Also bei uns zur psychologischen Beratung. Das ist natürlich der Unterschied zur medizinischen Abklärung und Beratung. Bei der Psychologie ist es schwierig. Und wenn, die meisten möchten natürlich in der Muttersprache sprechen. Und das können wir so derzeit nicht anbieten. Aber wir schauen auch da wieder, dass wir vernetzen. Eine unserer wichtigsten Aufgaben ist auch die Vernetzungstätigkeit. Wir wissen dann, dort gibt es das, dort gibt es eine neue Stelle, da kann man vielleicht auch noch günstig Frauen beraten, Frauen zum Beispiel. Es gibt viele, viele Stellen und die Patientinnen wissen es natürlich noch nicht und wir geben dann die Infos weiter. Aber bei uns ist es definitiv Deutsch und Englisch. Mhm. Ja. Ein wichtiger Punkt, das wollte ich nochmal unterstreichen, Ihr Angebot ist ja kostenlos. Ja. Und man braucht doch, glaube ich, keine Zuweisung, sondern es reicht tatsächlich der Anruf und man kriegt einen Termin und muss sich um nichts weiteres kümmern. Das stimmt, das ist ein großer Vorteil. Man macht sich einfach einen Termin aus, man braucht überhaupt keine Überweisung, man braucht gar nichts, man kommt. Und wir haben dann unsere Spendenboxen und freuen uns über Spenden, je nachdem, was sich jemand leisten kann. Auch da gibt es null Vorgaben. Das kann bei jemandem, der finanziell ganz schlecht besammen ist, sind das ein paar Euro. Bei jemandem, der sich's gut leisten kann, der wirft dann auch ein bisschen mehr hinein. Aber sonst ist es völlig unkompliziert, dass man zu uns kommt. Mhm. Ja. Ich habe noch einige Fragen im Chat. Zum Beispiel, ich habe Brustkrebs und stehe vor meiner ersten Chemotherapie. Ich habe 8 vor mir. Ich möchte unbedingt weiterarbeiten neben der Chemotherapie. Wird das möglich sein? Das ist wieder eine Frage, die natürlich, ich sage mal, nach all den Jahren der Erfahrung muss ich sagen, dass ein Arbeiten, nämlich ein Vollzeitarbeiten während einer Chemotherapie kaum möglich ist. Es gibt selbstverständlich Situationen, wenn man selbstständig ist, wenn vielleicht der Partner eine Firma hat und ich ab und zu nur in der Woche arbeiten gehe, dann wird das möglich sein. Aber in einem Setting weiterzuarbeiten, in dem man bis jetzt gearbeitet hat, ist ganz selten möglich. Die Patientinnen sind erschöpft nach der Therapie, brauchen viel Ruhe, sollen sich auch die Zeit und die Ruhe zum Erholen nehmen, um wieder gut in die nächste Therapie zu gehen. Also wir raten prinzipiell ein bisschen ab davon, kommt aber darauf an und deswegen möchte ich wieder die Patientin und den Patienten vorher sehen oder lange mit ihm am Telefon sprechen können, um abschätzen zu können, weil manche sagen, es tut mir gut, arbeiten zu gehen, ich bin dann abgelenkt. Und wenn das so ist, dass man ein gutes Arrangement mit dem Chef, mit der Chefin hat oder mit einem Familienmitglied, weil es ein Familienbetrieb ist, dann ist das schon durchaus möglich, dass man dann Stunden reduziert und weniger arbeiten geht, aber doch das Gefühl hat, nicht ganz draußen zu sein. Aber es sind schon die Nebenwirkungen teilweise so stark da, dass das manchmal sehr beschwerlich ist, muss ich sagen, ja. Das ist noch eine Frage, die trifft auch eins Ihrer Spezialgebiete. Ja. Welche Tipps gibt es, wenn einen die Angst überkommt? Das ist eine, wie gesagt, nicht ganz einfache Sache mit der Angst. Am besten, es gibt irgendjemanden im Familienumfeld, an den ich mich wenden kann, im familiären Background. Oder eben auch in diesem Moment, wenn die Panik aufsteigt, wenn die Angst kommt, rufen Sie uns an. Ja, wir können ein Gespräch anbieten und versuchen, einmal zu hören, ohne zu bewerten, ohne zu sagen, sofort was zu tun ist. Wir hören einmal, worum es geht und teilen dann so salamitechnikmäßig in kleine Schritte. Weil oft wird gesagt, ich habe unendliche Angst. Jetzt müssen wir genau
schauen, wovor. Ist die Angst jetzt vor der nächsten Behandlung? Ist die Angst vor dem Einsetzen des Portokrats? Ist die Angst, dass ich verlassen werde von meinem Partner? Es gibt unendlich viele Ängste. Und wir versuchen, die große Angst in viele, viele kleine Schritte zu teilen und einmal mit einem kleinen Schritt anzufangen. Und wenn es so ist, wie vorhin erwähnt, dass die Angst so übermächtig ist oder die Panikattacken so stark kommen, dann empfehlen wir schon, dass es hier auch zu einem Aufsuchen einer Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie kommt, dass man hier einen leichten Angstlöser gibt. Also wieder, wie intensiv ist die Angst? Manchmal hilft ein Gespräch, manchmal hilft ein wirklich nur einmal ein Zuhören und manchmal brauchen wir schon ein bisschen intensivere Maßnahmen. Aber wichtig ist, die Angst auch einmal als ein ganz normales Phänomen zu betrachten und nicht sofort wieder wegzustecken. Du brauchst keine Angst zu haben. Angst ist etwas, was dich jetzt nur behindert. Unsere Patientinnen und Patienten haben natürlich Angst. Ja. Sie wissen ja nicht, wie es weitergeht. Wie schaut denn das nächste CT-Bild aus? Ja. Und da sich jemanden mitnehmen, zum Beispiel auch zur Untersuchung, auch zum Arzt manchmal jemanden mitzunehmen. 4 Ohren hören wir natürlich mehr als 2 Ohren. Also es gibt da schon kleine Tipps und Tricks, um es ein bisschen leichter zu machen. Aber wir nehmen sie mal zuerst an und sagen, die Angst ist genauso ein Gefühl wie Happiness, wie super drauf sein, wie ich bin so zufrieden. Wir haben auch Verzweiflung, Wut und Angst. Und in dem Moment, wer hätte sie nicht? Ja? Und mit dem versuchen wir dann zu arbeiten und sie eben so ein bisschen zu zerkleinern, die Angst. Und das haut manchmal ganz gut hin. Super, vielen herzlichen Dank. Wir sind leider schon am Ende der Zeit. Wie immer, ja. Große Ehre, dass Sie da waren. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre langjährige Arbeit. Und ich darf das nächste und eigentlich schon das letzte Webinar dieser Serie ankündigen, das am 6.12. stattfinden wird. Da wird Frau Professor Ilan Mutlu von meiner Abteilung über Migration und Krebs sprechen. Und ich hoffe, dass Sie sich auch wieder einschalten werden. Und ja, bleibt mir eigentlich nichts anderes über, als einen schönen Abend zu wünschen und mich für das Interesse zu bedanken. Auf Wiedersehen.